Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und wir befinden uns mal wieder im Startbildschirm, denn es gibt ein paar Neuerungen. Wie ihr seht, befinden wir uns jetzt im New 51 Edit Version 5.2. Und wir haben ein neues Hintergrundbild und wir haben komplett neue Texturen. Und zwar weiß ich noch nicht, ob das für immer so bleiben wird, aber ich habe schon länger vor, endlich mal mit dem Patrick's Texture Pack zu spielen, weil das eigentlich das beste Texture Pack ist, was es momentan für Minecraft gibt. Und ich habe das Ganze jetzt erworben und hatte allerdings ein Problem. Erstmal müssen wir mal wie immer kurz das Wasser laden lassen. Und zwar hatte ich das Problem, dass dieses Texture Pack speziell für Optifine entwickelt ist und ich ja nicht mit Optifine spielen kann. Moment, ich mache mal kurz Musik an, bevor ich es wieder vergesse. Wir hören heute mal. Hatte ich nicht noch einen neuen? Komm, dann machen wir hier Ocarina of Time. Habe ich irgendwie Bock drauf. Ah, schön. Passend. Gut, also, was ich euch kurz erklären wollte. Ich spiele ja nicht mit Optifine, sondern mit Fabric, beziehungsweise Sodium und dem Iris Shader. Und was wir gerade noch in den Shader-Einstellungen ändern müssen, fällt mir da gerade ein, ist, dass wir hier auf Lab PBR stellen. Das ist nämlich für dieses Texture Pack angesehen. Also steht zumindest im Discord, das soll man benutzen. Dann machen wir das doch auch. Und ja, deswegen musste ich natürlich sehr viel basteln, damit dieses Texture Pack überhaupt hier bei uns funktionieren wird. Jetzt gucken wir mal kurz. Oh, wir gucken nicht in die Texturen rein. Was sehe ich da? Das kann ich nicht gutheißen. Es flimmert. Jetzt frage ich mich gerade. Dieser PBR-Effekt funktioniert hier gerade eh nicht. Soll ich es einfach wieder ändern? Basic Integrated PBR mache ich einfach. Und gucken, ob das dann immer noch flimmert. Normalerweise kann man auch so in die Blöcke reingucken, ne? Ist jetzt sowieso was, was ich nicht so krass notwendig finde. Aber was an diesem Texture Pack hier natürlich nice ist, ist, dass alles sehr, sehr auf Realismus getrimmt ist. Also was die Qualität angeht. Vor allem auch Blätter. Das flimmert wohl immer noch. Aber können wir... Nein, wir können nicht in die Blöcke reingucken, ne? Warum flimmert das hier so? Jetzt sieht das natürlich ein bisschen mit diesem rostigen Eisen ein bisschen schäbiger aus als mit unserem anderen Texture Pack. Wie gesagt, ich bin noch nicht zu 100% sicher, ob wir dieses Texture Pack drin lassen. Was ich auch gerade sehe, ist, dass die Connected Textures nicht funktionieren. Das muss ich mal hier kurz gucken. Ist das an? Verbundene Texturen an? Benutzerdefinierte Blockebenen an? Leuchtende Texturen an? Okay, da ist alles an. Und bei Optionen im Ressourcenpack ist das auch mit drin. Default Connected Textures. Ich mach das einfach mal raus, mal gucken, ob es dann geht, weil standardmäßig war das nicht drin. Wir fangen gleich an zu spielen, sorry für den kurzen Technik-Talk hier. Ja, so sieht's aus. Also, ihr wisst ja, ich mag mein Stay True Texture Pack sehr gerne, aber das Texture Pack hier ist auch schon sehr, sehr cool. Und wir schauen einfach mal. Okay, das hat jetzt auch nichts geändert. Die Sachen sind jetzt, das Glas ist jetzt auch nicht connected. Das ist aber auch nicht schlimm. Um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so notwendig. Wir spielen übrigens mit der 128-Variante vom Texture Pack. Bis auf die Items und die Mobs. Die sind alle in 256. Hallo, du wunderschöner Gaul. Okay, ich gehe mal kurz zu meiner Eisenfarm, gucken, wie es da aussieht. Oh, es ist einfach noch viel zu kahl hier. Wir müssen unbedingt Sachen pflanzen. Unbedingt. Und hier darf ich ja leider gar nicht pflanzen. Okay, sieht schon alles ganz schön anders aus. Wie vorher. Boah, der Cobblestone gefällt mir sehr gut. Ja, ja, doch, das hat auf jeden Fall was. So, den Mist bringe ich mal direkt hier rein. Und hier tue ich ja schon mal 64 Eisen rein. So viel Eisen müssen wir nicht dabei haben. Aktuell brauchen wir ja nichts. Wir sind Full Iron. Seht ihr mal hier. Die neue Rüstung und dieses Schwert, wow. Einfach nur toll.
Ja, die Frage ist so ein bisschen, was mache ich jetzt eigentlich? Ich wollte noch mal gucken, das Haus ist ja noch nicht 100% fertig. Wir haben noch keine Inneneinrichtung. Was ich euch gleich zeigen muss, sind die Blätter. Die sind nämlich bei dem Texture Pack hier besonders geil. Ich gehe mal kurz hier rüber. Ich zeige euch das einfach mal kurz. Also ihr merkt schon, dieses Texture Pack ist viel mehr auf Surrealismus getrimmt. Und man spielt das eigentlich auch zusammen mit dem Soys Shader. Okay, das funktioniert hier irgendwie nur so halb, würde ich sagen. Vielleicht sollte ich das doch wieder mit reinpacken. Ich weiß auch nicht, ob die Anordnung irgendwie in einer speziellen Reihenfolge sein muss. Ich erinnere mich da nicht mehr so genau. Es ist lange her, dass ich mich um den ganzen Mod-Kram gekümmert habe. Und Texture Pack-Zeugs. Aber ich wollte einfach mal was Neues. Ah, das ist farblich, passt das jetzt nicht 100%. Ich lasse das einfach mal so und gehe vielleicht hier in den Grafikeinstellungen beim Shader doch nochmal auf Lab PBR. Denn auf dem Discord-Server wird eigentlich davon gesprochen, dass dieser Modus der richtige ist. Also lasse ich den einfach mal drin. Wenn keine Probleme auftreten, dann wissen wir Bescheid. Und wenn doch welche auftreten, dann machen wir ihn halt einfach wieder aus. Vielleicht gibt es inzwischen auch schon eine neuere Iris-Version, aber ich glaube nicht für die 1.0. Ah, guck mal, jetzt ist es weg. Jetzt funktioniert es. Perfekt. Seht ihr? Also ist es doch richtig, dass wir es eingeschaltet haben. Optimal. So, was ich euch jetzt aber zeigen wollte, war der Baum, weil guckt euch das an. Das ist einfach geil. Es ist einfach geil, wie die Blätter aussehen, oder? Einfach schön. So. Und was läuft hier hinten rum? Unsere gemoddeten Figürchen haben natürlich Standardtexturen, das ist klar. Die haben natürlich mit dem Texture Pack nichts zu tun. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ich gehe mal wieder zurück, ich laufe hier. Boah, das Haus sieht da hinten aber schon cool aus, muss ich mal ehrlich sagen. Wir wollten noch ein Lager. Erstmal ein geiles Schweinesteak rein in den Hals. Wir wollten noch ein Lager bauen eventuell, weil ich jetzt schon weiß, dass es sonst Probleme gibt. Aber irgendwie, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das Haus gar nicht so verkehrt. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Ja, guck mal, jetzt ist der Übergang hier sauber. Wunderbar, das lobe ich mir doch. Ich kann ja mal kurz ins Haus reingehen. Es sieht halt jetzt alles sehr viel rustikaler aus. Also hier frage ich mich noch, ob das noch irgendwie möglich ist, dass man mit den Connected Textures das Glas hinkriegt. Ich gehe nochmal kurz in den Grafikeinstellungen was gucken, denn ich muss hier nochmal kurz schauen. Quality ist alles auf schön, 7 Blöcke, perfekt. So, advanced, alles gut. Ich gehe mal ganz kurz, einfach nur um es euch zu zeigen, in den Soil Shader rein. Wir haben ja auch den PTGI Shader. Damit müssten wir dann auch in die Texturen reingucken können. Meine ich. Trotzdem zeige ich euch mal eben den Shader. Mit dem haben wir ja auch früher mal gespielt. Das ist jetzt hier Motion Blur. Das muss ich ganz kurz ausschalten, da kriege ich sonst Krämpfe. Motion Blur aus. So. Perfekt. Der Shader ist halt auch immer noch einer der schönsten Shader, meiner Meinung nach, die es gibt. Und passt zu diesem Texture Pack auch einfach nur wunderbar. Boah, doch, das sieht auch einfach richtig gut aus. Vielleicht lasse ich den auch mal wieder drin. Vielleicht lasse ich den mal wieder drin, aber gucken wir in die Texturen. Nee, ne? Flimmern tut es hier trotzdem immer noch. Ach, der Himmel ist auch einfach schön. Ich liebe den Soil Shader. Wir haben ja die Hälfte des Let's Plays immer mit dem Soil Shader gespielt. Irgendwann habe ich dann mal gewechselt. Geh mal kurz in den PTGI Shader rein. Dann können wir einfach mal gucken hier, ob wir dann diese Funktion haben, dass wir in die Blöcke gucken. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, woran das liegt, dass das gerade nicht geht. Vielleicht auch einfach an meinen verkehrten Einstellungen wieder. Auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus. Die Wolken sind hier eckig. Sehr interessant. Boah, mit dem Shader sieht schon auch alles ziemlich geil aus, ne? Boah. Aber sehr überleuchtet ist in dem Shader alles. Gerade wenn man so rein und raus geht. Was ja auch beabsichtigt ist. Sieht schon cool aus, oder? Sieht schon sehr cool aus, auch unser Häuschen hier. Mach einfach mal ein paar Screenshots. Aber ich würde sagen, wenn wir mit einem anderen Shader spielen, dann wenn überhaupt mit dem Renewed. Ich würde aber erstmal noch kurz in unserem Complementary Shader bleiben. Wir können uns ja noch überlegen, ob wir eventuell zum Soys Shader mal wechseln. Vielleicht einfach mal für eine Aufnahme. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ich wechsle einfach mal jetzt für eine Aufnahme
den Shader zum Source Shader, zum Renewed. Und dann könnt ihr ja einfach mal reinschreiben, wie es euch besser gefällt. Ne? Welcher Shader euch besser gefällt? Hier der Oldschool Shader, den wir früher mal gespielt haben. Ah, oh, es ist schon geil. Ich liebe den Source Shader einfach. Ist einfach schön. Ja, ich würde sagen, oh, herrlich. Einfach herrlich. Hier auch diese Gras-Texturen auf dem Boden lassen das Ganze etwas realistischer wirken. Oben hatten wir Scheiben reingepackt, ne? Ja, das sieht dann noch nicht so 100% geil aus. Vielleicht, weil ich da dann auch dieses Treppending machen müsste, ne? Oben eine Treppe, unten eine Treppe. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich mal. Habe ich noch Treppen dabei? Ja, 10 Stück, das reicht. So, am besten mache ich es von außen, glaube ich. Dann geht's einfacher. So, zack. Ach so. Wie mache ich denn das jetzt? So. Wie habe ich denn unten die Ränder? Ich mache das erstmal. Entschuldigung, erstmal so. Na, guck mal hier. Ich erinnere mich, dass ich die letztes Mal aus Versehen da hingesetzt hatte. So, machen wir hier mal kurz das Gleiche. So, und dann sneaken und auf die... Ja, perfekt. So, man könnte das dann halt auch noch hier machen. Wobei, nee, kann man gar nicht, weil ich kann die ja nicht drehen. Ich kann die ja gar nicht drehen. Hat sich an der Renderdistanz was geändert? Maximale Schattendistanz 8. Warte mal. Advanced Performance Shader Pakete Shader Einstellung. Hier müssen wir ein paar Sachen umstellen. Und zwar haben wir, wo ist denn die Einstellung? Wir haben Rain Splash Textfilter. Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt hier Parallax Occlusion Mapping an. Texture 128 ist richtig. Das hat er von alleine gemacht. Nochmal anwenden. Dann gehe ich mal zurück und Shadow Distance kann ich hier nicht. Kann ich hier nicht einstellen. 180. Wenn ich jetzt auf Anwenden gehe. Bin ich immer noch bei 8 Chunks. Warum? Jetzt bin ich bei 12. Perfekt. Das war die richtige Einstellung. Okay, ich glaube, ich sollte mal pennen gehen, ne? Mein Bett ist ja jetzt hier. Boah, das sieht schon einfach sehr, sehr cool alles aus. Ah, doch, irgendwie mag ich den Source Shader. Ich finde, der passt doch irgendwie besser zu dem Texture Pack hier. Das matcht irgendwie mehr. Oder, was sagt ihr? Ich gehe erstmal pennen. Jetzt habe ich 10 Minuten der Folge verschwendet, damit gar nichts zu machen. Boah. Ja, toll. Ich darf mich natürlich mal wieder nicht hinlegen. Pack mal das weg, dass ich nicht immer irgendwann ein Schwert in der Hand habe, wenn ich schlafen gehe. Ja, es ist noch nicht dunkel genug, okay. Wir müssen uns hier unbedingt um Bäume und so kümmern. Es ist fürchterlich hässlich. Ich muss mir da noch was einfallen lassen. So, jetzt aber. Immer noch nicht. Ah, guckt euch den schönen Nachthimmel an, den Sonnenuntergang da hinten. Einfach nur schön. Da hinten brennen die Fackeln und... Huch! Was war das denn? Da hinten brennen die Fackeln im Dorf. Das Water, da geht der Mond auf. Hallo Mond. Boah, ist auch ein cooles Bild. So, jetzt dürft ihr aber schlafen, oder? Können. Ich bin müde, bitte lass mich ins Bett. Na also, geht doch. Und wir sehen die Zeit draußen, wie sie vergeht. Und ich sollte mal was trinken. Ich habe mir mein Wasser extra hier hingestellt. So. Gut, jetzt bin ich am Überlegen, was wir machen. Was ich eigentlich unbedingt machen wollte, war mal auf Diamantensuche gehen. Vielleicht mache ich das jetzt einfach. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon, wenn wir auf Diamantensuche gehen? Ich würde mir vielleicht noch ein... Oh, was sehe ich denn da hinten schon wieder? Fürchterlich hässlich. Och Mist, die Spinne ist despawned. Die wollte ich gerade killen, denn ich dachte, vielleicht könnte ich mir doch nochmal einen Bogen machen. Ah, guck mal, aber da ist eine Spinne. Boah, die Spinnen sehen richtig ekelhaft aus, ne?
Der auch, bitte nicht explodieren. Ah, wir haben auch andere Animationen jetzt. Wir haben jetzt überarbeitete Animationen, das ist ja cool. Das ist ja cool, aber das ist... Boah, nee, das geht gar nicht. Oh mein Gott, ist die eklig. Oh mein Gott, ist die eklig. Ja, die ist ja im normalen Minecraft schon... Ich schwöre, ich habe so eine Spinnenphobie, ne? Boah, war das ekelhaft. Oh mein Gott. So, das Problem ist, wir haben ja keine Pfeile. Selbst wenn ich mir jetzt einen Bogen mache, ich glaube, ich habe sogar einen Bogen hier irgendwo rumfliegen. Aber selbst wenn ich den Bogen mitnehme, ich habe ja gar keine Pfeile. Ah, guck mal doch, wir können aber reingucken. Wir können reingucken, seht ihr? Man guckt in die Blöcke rein. Okay, cool. Ja, das ist alles doch schon sehr nice. So, hier ist unser Bogen. Und wir haben 3 Pfeile, ja, wow. Wir sollten auf jeden Fall mehr Essen mitnehmen, wenn wir jetzt auf Diamantensuche gehen. Und noch unseren ganzen Müll hier abladen. Das brauchen wir alles nicht. Alles, was ich mitnehmen würde, wären Stöcke. Unsere Portable Werkbank auf jeden Fall. Ein bisschen Cobblestone. Noch ein bisschen Erde. Das kann nicht schaden. Und Holz auf jeden Fall. So, dass wir uns zur Not Sachen bauen können. Werkbank haben wir hier eine dabei. Eisen haben wir. Wir sollten vielleicht mal aufs Eisenschwert wechseln. Ich habe gedacht, wir hätten das schon längst. Eimer können auch nicht schaden. Und die Rucksäcke, sind die leer? Muss ich jetzt kurz checken. Dann würde ich die nämlich gern mitnehmen. Die können wir auch am Amboss umbenennen. Nee, die sind nicht leer. Guckt mal hier. So, und der andere? Der andere ist leer. Dann zack, 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 zack. Plünderung 3. Auch nicht verkehrt. Schutz 3, der Goldhelm. Okay. Gibt es sonst noch was Wichtiges, was man mitnehmen muss? Hast man nicht, oder? Wir haben eine Eisenschaufel, wir haben eine Eisenspitzhacke, wir haben eine Eisenaxt, wir haben einen Bogen. Wir haben 3 Pfeile. Wo habe ich die 3 Pfeile jetzt hin? Hier. Würde ich schon auch mitnehmen. Wir haben Platz im Inventar. Ja, wir nehmen mal einen halben Stack Eisen mit. Eisen kann man ja zur Not auch noch finden. Ich sollte mehr Essen mitnehmen, das auf jeden Fall. Komm, ganz ehrlich, nehmen die dreckigen Äpfel mit, die baue ich eh für nix. Dann kann ich die mal essen und wir müssen uns unbedingt bald mal um Beete kümmern. Oh, ein goldener Apfel. Behutsamkeit. Oh, das ist aber eigentlich stark. Die Behutsamkeitssachen. Warte mal, kann ich nicht aus der Feder... Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Aus der Feder und einem Stock mache ich keine Pfeile. Wie mache ich denn Pfeile? Ach so, ich glaube, dafür brauche ich... Huch. Dafür brauche ich noch einen Feuerstein, genau. Habe ich aber, glaube ich. Wow, einen. Hey, ganz ehrlich, das Feuerzeug nehme ich auch mal mit. Hier noch welche? Nein, toll, ich kann mir einen Pfeil machen, oder was? Ne, 4. Naja, komm, immerhin. Immerhin. Und die Federn können wir eigentlich mitnehmen. Dann nehme ich auch gerade noch ein paar Stöcke mit. Und dann können wir uns zur Not unterwegs noch welche machen, wenn wir Feuerstein finden. So, ich glaube, mehr würde ich nicht mitnehmen. Ein Bett sollte ich mitnehmen, auf jeden Fall. Gut, dass mir das noch einfällt. Das vergesse ich nämlich immer. Oh, guck mal, hier sind noch 3 Pfeile. Easy, dann haben wir 10. Dann machen wir hier noch den Stack voll. Und dann sollte ich unbedingt ein Bett mitnehmen. Weiße Wolle. Haben wir irgendwo noch Wolle? Strohballen, die sehen ja fürchterlich hässlich aus. Haben wir jetzt ernsthaft keine Wolle? Was ist das denn für ein Much? Das schmeckt ja jetzt gar nicht. Ich habe keine Wolle. Kannst du überhaupt nicht glauben. Nehme ich mal die eine Wolle mit. Müssen wir irgendwie gucken, dass wir unterwegs noch welche finden. Naja, okay. Die Frage ist, wo gehen wir überhaupt hin? Wäre schon cool, in eine Richtung zu gehen, wo wir noch nicht waren, ne? Hier, so hier hin. Ich will nicht da oben in diese komische Area. Ich mach mal hier einfach einen Temporary Waypoint. Wo ist er? Da.
Ah ja, dann gehen wir einfach mal in die Richtung und hoffen, wir finden ein paar Schafe. Wobei, Leute, bevor wir aufbrechen, muss ich euch jetzt ärgern. Bevor wir aufbrechen, gehe ich nochmal kurz zurück. Denn es ist Zeit, die Folge zu beenden. Wir brauchen aber noch einen coolen Screenshot für die Folge. Oder sollen wir den nehmen, den ich gemacht habe? Einfach so. So, das sieht doch cool aus. Perfekt, wartet. Nein, ich wollte nicht ins Wasser fallen. Musst du noch einen Screenshot machen. Oh Gott, da sind schon die Viecher. Ich habe gar keinen Bock, wieder von denen gefressen zu werden. So, komm, egal, dann mache ich so. Dann mache ich so. Zack. Das wird der Screenshot für die eben die Folge. Dann würde ich sagen, Leute, soll es das gewesen sein. Wir sehen uns. Moment hier, ich mache euch zum Abschied natürlich noch eine schöne Cutscene hier zum Ende. Ein schönes Ende. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann hoffe ich, sehen wir uns morgen um 14 Uhr wieder. Wir werden auf Reise gehen, also Diamantenjagd. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut, Leute. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.